Bin der Gründer von Das Spiel dann. In der Rolle als des Geschäftsführers tätig. Das Spiel dann ist ein internationaler Marktplatz, der auf der einen Seite Freelancern hilft, ihr Online-Business zu starten. Vorteile sind, dass es auf Task-Ebene ist und so gesehen möglichst orts- und zeitunabhängig ist. Das heißt, man kann seine Arbeit im Grunde von überall zu jeder Zeit verrichten, hängt natürlich ein bisschen vom Business ab. Und ja, also wir versuchen sozusagen, uns an die Lebensumstände des jeweiligen Freelancers anzupassen. Auf Outsourcer-Seite richten wir uns vor allem an kleinere und mittlere Unternehmen, an Startups. Und wir wollen einfach sozusagen einen einfacheren Zugang zu professionellen Service-Providern und Freelancern bieten. Erlaubt ist alles, was legal ist und ja, irgendwie einen Business-Kontext hat. Das ist grob gesagt das, was wir machen. Also oft ist es so, gerade wenn man allein im Unternehmen ist oder nur ein kleines Team hat, kommt es oft dazu, dass es gewisse Aufgaben gibt, die man selbst nicht erledigen kann, weil man einfach nicht die nötigen Skills im eigenen Unternehmen hat. Und mit das gilt dann am Ringen die Barriere, um eben sozusagen zusätzlich Leute buchen zu können, die gewisse Aufgaben für das eigene Unternehmen erledigen. Das könnte sein, ein kreativer Text, den man zu schreiben hat, einen Webauftritt vorbereiten, eine Grafik bearbeiten, aber auch bis hin zu rechtlicher Beratung. Also das sind sozusagen die Aufgaben, die man nicht erledigen kann. Da gibt es auch ganz viele Sachen, die man nicht machen will. Die kann man natürlich auch sehr, sehr einfach auslagern. Und natürlich gibt es auch, als gerade als Unternehmer, Zeit ist eine der kostbarsten Ressourcen, Aufgaben, die man nicht machen sollte, weil sie einfach zu zeitintensiv sind und die man dann vielleicht, ja, wo es einfach besser wäre, wenn jemand anderer übernehmen würde. Und da versuchen wir eben sozusagen diesen Prozess, wie man jemanden findet, die passende Person findet, die Aufgabe erledigen kann, über das Spiel dann buchen kann. Die kleinste Aufgabe kann von einer Internetrecherche gehen, wie zum Beispiel recherchiere mir ein Restaurant oder ein Hotelzimmer, die vielleicht in einer halben Stunde erledigt ist, oder auch Recherche von E-Mail-Adressen bis hin zu größeren Aufgaben wie komplette E-Mail-Kampagne, also das heißt zum Beispiel eine E-Mail-Serie von 13, 14 E-Mails, bis hin zu, also grundsätzlich ist es so, dass im Durchschnitt die Aufgaben nicht länger als einen Tag dauern, die bei uns, an Arbeitszeit dauern, die bei uns gebucht werden. Beides ist möglich. Man kann ja sowohl Aufgaben auf die Plattform stellen, für die man jemanden sucht, der Arbeit erledigen kann für einen. Da ist es oft so, dass man ungefähr einen Richtwert hat, den man dann reinstellen kann, was man am Budget hat. Und dann gibt es natürlich auch Aufgaben, wo man keine Ahnung hat, was das kosten kann. Und dann ist es so, dass eben die Menschen, die die Arbeit erledigen, sozusagen Angebote machen und man dann sich für das jeweilige passende Angebot entscheiden kann. Andererseits ist es natürlich auch so, man kann ja auch als Service Provider, als Freiberufler sein Profil anlegen, gratis bei uns, und auch Dienstleistungen und Services anbieten, und da kann man natürlich auch einen Preis festlegen, wobei man auswählen kann, ob er verhandelbar ist oder ob man das nur zum Fixpreis anbietet. Also ich habe ja selbst auch sehr viel outgesourced, habe auch andere Plattformen genutzt.
Zum Großteil die Vorgängerplattform von Upwork, vom jetzigen Upwork Elance. Und man kann das nicht pauschal sagen, aber natürlich haben wir ja aufgrund unserer Erfahrungen sozusagen gesagt, okay, hier und da fehlt noch was, das könnte man verbessern. Bei Elance war das zum Beispiel die Echtzeitkommunikation. Das ist ja bei Upwork jetzt ein bisschen anders, aber damals war sehr schwierig sozusagen in Echtzeit mit dem Auftraggeber zu kommunizieren oder eben auch mit dem Freiberufler zu kommunizieren. Was auch gefehlt hat, gerade bei, wenn man beginnt auszulagern, hat man oft Schwierigkeiten, die richtige Person auszuwählen. Das heißt, uns war wichtig, dass wir eben einen Vertrauensfaktor reinbringen, indem wir sozusagen auch Empfehlungen machen, wenn das gewünscht ist. Das heißt, wir helfen bei der Auswahl des richtigen Freelancers. Das ist nicht immer der teuerste, ist nicht immer der billigste, ist nicht immer der, ja, da gibt es viele, viele Graustufen und wir versuchen eben die Personen, die aus unserer Sicht zusammenpassen, zusammenzuführen. Das ist auch ein kostenloser Service von uns. Und ja, auf Upwork, Fiverr und wie sie alle heißen, ist es auch schwierig, gute deutschsprachige Freelancer zu finden, meistens zumindest. Und ja, das gehen wir auch verstärkt rein und wir versuchen eben auch in den verschiedensten Bereichen gute deutschsprachige Freiberufler-Service Provider an Land zu ziehen und onzuboarden bei uns. Ja. Nein, ist manuell. Also es gibt ja auch viele, viele Ansätze, die daran glauben, dass man sozusagen aus dem Lebenslauf oder vom LinkedIn-Profil sozusagen den besten Match herausfinden kann. Aus meiner Sicht ist das nur, kann das nur ein Vorfilter sein. Ich glaube, es ist immer wichtig, ja, wenn Menschen miteinander arbeiten, dann ist es eben mehr als nur das, was sozusagen im Lebenslauf steht. Und da versuchen wir momentan noch sozusagen unseren eigenen Wissen, das wir aufgebaut haben über die Jahre, persönlich einzubringen. Das heißt, wir connecten die Leute. Aber es ist auch möglich, das wird noch nicht so sehr genutzt, sozusagen für jedermann Leute zusammenzuführen. Wenn ich jemanden suche, zum Beispiel über die Plattform, und du wüsstest jemanden, der zu mir passen würde, ja, klingt das ein bisschen mehr wie Dating-Plattform, dann könntest du uns connecten sozusagen. Und du wärst sozusagen die Person, die beiden Seiten auch Vertrauen gibt. Also, auch eine sehr schwierige Frage. Im Großen und Ganzen ist es meiner Meinung so, es kann nur erfolgreich werden, wenn das für beide Seiten langfristig funktioniert. Natürlich muss man sich am Anfang wahrscheinlich gerade bei der Ansprache, beim Text, Marketing für eine Seite entscheiden. Aber wir versuchen das jetzt Schicht für Schicht wirklich für beide möglichst ausgewogen zu machen. Auf der einen Seite bieten wir eben dem Auslagerer an, dass wir ihn unterstützen, die richtige Person zu finden. Und auf der anderen Seite helfen wir momentan noch manuell auch den Freiberuflern und Service-Providern einen möglichst attraktiven Auftritt zu gestalten. So, es ist ja oft auch bei Leuten, die schon sehr lange freiberuflich tätig sind, ist es ja oft wirklich nicht so einfach zu definieren, wie kann ich jetzt einem Unternehmen helfen. Also da versuchen wir auch zu unterstützen. Also zu 100% bootstrapped, das heißt über eigene Projekte, meine Lehrtätigkeit und Erspartes finanziert momentan. Seit einem halben, dreiviertel Jahr machen wir auch erste Umsätze, die wir jetzt natürlich auch unser Ziel für heuer erhöhen müssen, damit das auch zu einem soliden Business wird. Das heißt, wir suchen vorerst nicht nach Geld, also ist auch ein bewusster Weg, dass wir ohne Investoren das solide aufbauen und zuerst wirklich eine Lösung finden, die den Menschen hilft. Und ja, dann wird man eh weitersehen. Aber momentan alles selbst finanziert, ja. Auch eine gute Frage. Was mich treibt, ja, das liegt schon sehr, sehr viele Jahre zurück. Also in dem Fall ist es, das hat auch schon in meiner Jugend begonnen. Also wollte einfach irgendwas schaffen, was anderen Menschen irgendwie auch Nutzen stiftet. In dem Fall ist ganz klar das Ziel, also auch natürlich egoistisch, für mich sozusagen, weil es eben, ich habe auch viele Ideen, kenne Leute, die viele Ideen haben und es ist oft sehr schwer,
zu starten. Da wollen wir gerade auch Erstgründer, kleine Unternehmen unterstützen, sozusagen wirklich von der ersten Idee möglichst schnell Hilfe bieten durch unsere Plattform. Und Ziel ist es einfach sozusagen, ja, das Unternehmen dann auch wirklich begleiten, zu begleiten von der Idee bis hin zum, übers Wachstum und dann bis zum soliden Business eigentlich. Also wirklich, ja, einfach die oft überkomplizierte Arbeitswelt, wie sie, oder Anbahnung, gerade in manchen Branchen, gerade im Rechtsbereich ist das ja oft mit großen Barrieren irgendwie verbunden, aber da gibt es auch mittlerweile Services, die das auch vereinfachen und wo man auch sieht, okay, da geht es auch um Kostentransparenz oft und das versuchen wir sozusagen möglichst breit für alle möglichen Branchen ja, umzusetzen und anzudocken, ja, bei uns. Das ist ziemlich ausgewogen. Also es sind mehr Freelancer registriert auf der Plattform als Leute, die auslagern. Aber von der Anzahl ist es ungefähr gleich. Das heißt, je besser die Freelancer, Freiberufler, Service Provider ihr Angebot beschreiben, je klarer das ist, was man bekommt. Also wieder sozusagen ein bisschen mehr ergebnisorientiert und weniger, das funktioniert nicht überall, weniger, aber ein bisschen weg vom Minutenzählen sozusagen. Je besser das beschrieben ist, umso häufiger werden sie auch gebucht, würde ich sagen. Und oft haben wir noch die Finger im Spiel, dann tun wir uns auch leichter, mit den Leuten vorher kurz zu sprechen und sagen, ist das was für dich? Und die dann halt zusammenzuführen. Ja. Profil jetzt oder einer ausgeschriebenen Aufgabe, die erledigt werden soll? Einer ausgeschriebenen Aufgabe. Also das ist momentan noch nicht optimal. Derzeit passiert noch viel über eigene Suche, verfolgen unsere Social-Media-Streams und auch über persönliche Einladung. Das heißt, wir schlagen dann einfach eine Reihe von Freiberuflern, die aus unserer Sicht in Frage kommen, den Task vor und schauen, fragen, ob der interessant ist. Das soll in Zukunft natürlich auch noch ein bisschen passgenauer werden. Das heißt, man soll dann Channels oder vielleicht auch gewisse Keywords abonnieren können und dann informiert werden, wenn neue Aufgaben reinkommen. Aber das ist, ja, gerade in Arbeit. Der Michi ist gerade dran, sozusagen. Mein Co-Founder. Momentan auch noch viel persönlich, also wenig automatisiert. Wir arbeiten natürlich an Materialien, um das möglichst automatisch und besser zu machen. Aber viel arbeiten wir wirklich mit einem kurzen Gespräch, also gerade bei den Leuten, die jetzt wirklich sozusagen durchstarten wollen und helfen denen dann mit Beispielprofilen und ja, wie man so Überlegungen, wie man sozusagen womit man starten könnte und ja, das ist eigentlich viel persönlicher Einsatz von mir und von meinen Kollegen hier. Das auf jeden Fall auch. Ja. Also natürlich versuchen wir dann in Zukunft, das skaliert jetzt nicht im großen Maße natürlich, aber ja, schafft natürlich auch eine gewisse Qualität dadurch. Ja. Also sozusagen auch im Sinne von Amateure vermischen sich mit Profis und auch, meistens wird es aber irgendwie, ist der Subtext eigentlich dieses Lohndumping, was man versucht irgendwie durchzusetzen. Okay. Also sehe ich auch sehr, sehr differenziert. Es wird oft sehr schwarz und weiß dargestellt. Also ich sehe es auch bei uns, nicht immer gewinnt der günstigste Preis, nicht immer passt der teuerste Anbieter am besten zum Kunden. Das heißt, wir versuchen da wirklich sehr stark darauf einzugehen, dass eben Auftragnehmer und Auftraggeber zusammenpassen. Im Grunde ist es doch so, also gerade bei längeren Projekten ist es ein bisschen anders, aber gerade auf Aufgabenebene kann man bei den meisten Sachen sagen, okay, ich habe ein gutes Gefühl mit dem Ergebnis, also jetzt bei Aufgaben, die nicht länger als einen Tag dauern, oder also auf beiden Seiten auch, als Auftraggeber und als Auftragnehmer. Und wir versuchen das zu forcieren, dass wir eben sozusagen da ergebnisorientierter sind und der Preis und auch
die Anzahl der Arbeitsminuten vielleicht ein bisschen in den Hintergrund rücken. Das heißt, auch auf Anbieterseite, wenn man effizienter ist und gewisse Sachen effizienter erledigt, ist es dem Auftraggeber auch egal, wenn er vielleicht mal ein bisschen mehr bezahlt, und umgekehrt ist es genauso. Ja. Also auch, wie gesagt, nicht schwarz-weiß, es gibt viele bunte Farben dazwischen, glaube ich. Es gibt auch vom Angebot her, nicht jeder braucht gerade Beispiel Logo zum Beispiel. Beispiel Logo Design, da gibt es natürlich Plattformen wie Fiverr, die um Logos um $5 anbieten. Und dann gibt es natürlich High-End-Anbieter, die sozusagen ja, einige tausend Euro oder mehr oder wesentlich mehr für eine Corporate Identity, für größere Unternehmen irgendwie anbieten. Und es gibt für beide, also für Fiverr vielleicht weniger, aber es gibt eine Berechtigung für beide aus meiner Sicht. Das heißt, wenn ich schnell eine Seite bastle, wo ich einfach nur einen Bedarf abtesten will oder einfach sozusagen eine Hobby-Seite, dann reicht vielleicht auch das 5-Euro-Logo oder 50-Euro-Logo. Und ja, wenn etwas mehr Arbeit dahinter, Professionalität dahinter stecken soll, dann ist man wahrscheinlich gut bedient, wenn man nicht zu Fiverr geht. Also ich würde sagen, wir haben wirklich von Anfang an versucht, das ausgewogen zu gestalten. Aber momentan sind wir noch viel zu klein, damit wir sagen könnten, okay, also wir sind weit davon entfernt, dass wir sagen können, alle unsere Freiberufler können davon leben. Das ist auch momentan noch nicht unser Anspruch. Es ist eher eine zusätzliche Ergänzung sozusagen. Aber es ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema und das muss man auch ernst nehmen. Also Amerika und Europa, gerade Deutschland, Österreich, liegen ja da wirklich sehr, sehr meilenweit auseinander. Also in Amerika könnte man sich da wahrscheinlich arbeitspolitisch ein bisschen in unsere Richtung bewegen und bei uns ist auch, wird es auch gerade Kleinen oft nicht so einfach gemacht, Unternehmen, aber auch Freiberufler, auch Einzelunternehmer sind. Und von dem her muss man das auf jeden Fall ernst nehmen und ich sehe mich da auch in der Verantwortung, aber momentan ist es noch ein bisschen zu früh. Ja. Also das Grundziel ist wirklich, wie gesagt, das gilt für alle Szenarien, wir möchten mit unseren Mitteln möglichst vielen Menschen helfen, ihre Ideen, Träume umzusetzen, zu verwirklichen, auch schneller und vielleicht besser zu verwirklichen. Das gilt für beide Seiten, also sowohl für die Outsourcer und auch die Freelancer. Das vermischt sich auch ein bisschen bei uns auf der Plattform, weil gerade kleine Anbieter, Freelancer brauchen auch hin und wieder Dienstleistungen. Das heißt, Auftraggeber werden zu Auftragnehmern und umgekehrt. Im Best Case, also jetzt aus Visionssicht, Firmenvisionssicht, sehen wir in Österreich eine wichtige Anlaufstelle, wenn man tägliche Businessaufgaben auslagern will. Da wollen wir wirklich das breite Spektrum vom Cat-Sitting für Angestellte bis hin zum komplexen rechtlichen Vertrag die ganze Palette abdecken. Das wollen wir auch mit Partnerschaften und anderen Plattformen machen. Ja. Im Worst Case geht es nicht so auf, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich denke aber, da wir das solide aufbauen, ist das dann nichts, was verpuffen wird. Wir werden das immer weiter betreiben. Es ist auch unser gewisses Herzensanliegen. Darum sind wir auch besonders vorsichtig mit Investments und wir schauen wirklich, dass das solide aufgebaut wird. Und von dem her wird das im Worst Case ein solides Business sein in 5 Jahren. Ja, also ich denke, der Bedarf, also die Arbeitswelt ist auf jeden Fall im Wandel und es gibt Bedarf für das und dann oder ähnliche Lösungen. Das wird auch in Europa noch stärker ankommen. Und ja, da wollen wir dabei sein. Ich wünsche euch alles Gute.
die Daumen, dass alles so kommt, wie ihr es euch erhofft. Idealerweise im Best Case sogar. Danke. Wir werden das beobachten und sicherlich auch nochmal das eine oder andere miteinander sprechen. Thank you.